Oh. Ja, der Regen, der sorgt halt dafür, dass es nebenbei ein bisschen leckt bei mir. Wie gesagt, schade. Schlecht. Hm. Schlecht ist das. Ich weiß, dass ich schlecht bin. Das wussten wir alle schon. Hm. Ich gebe es auch zu, ich bin schlecht. Ja. Du bist der Hater. Nein, ich Hater. Du bist nein, Patte. Egal. Ich vergesse es einfach. Nee, Dima ist der Hater. Sowieso. So, das erste Mal, wo ich gehustet habe im Let's Play, jetzt hab's alles gehört, sonst schneide ich es immer raus. So, jetzt habe ich erstmal haufenweise Zeug, haufenweise Viecher erstmal hier reingelotst in den Stall. Lauter Bühe. Und ich habe sogar noch zwei Schafe. So, ich kann jetzt mal mit den Schafen hier was Lustiges anstellen. Aus 2 macht 3. Ja. Dauert nicht lange. Ach ne, ich habe sogar 3 Schafe dabei und jetzt so eine ganze Kuhherde hinter mir her. Ich könnte mal hier noch eine neue Kuh machen und dann dafür ein paar andere Schlachten. Lass mal eine neue Kuh machen. Ich habe voll keinen Bock auf diese Kuh. Lass mal eine neue machen. Ich habe schon wieder ein jumpendes Schaf, das oben auf dem Zaun rumspringt. Das ist die ganze Zeit so. Das ist ein Bug. Ja, dann du und... Ah, verdammt, jetzt habe ich noch eins gehabt. Schade. Egal, jetzt muss ich leider töten. Du hast leider keinen Partner gefunden. Du darfst sie nicht töten. Das ist da auch Geförle. Geförle. Nee, das sind Bühe, das sind keine Geförle, das sind Bühe. So. Ja, wenn es Bühe sind, dann ist okay. Okay. So, ich würde sagen, geh mal pennen, dass endlich mal dieser Regen auffällt, oder? Der hört dann ja auf. Moment, ich muss jetzt irgendwie... Warte, ich habe meine Methode. Du hast Jump! Boom. So, ich komme. So. Ich habe sogar noch Wolle hier. Wir könnten uns Betten für oben mitnehmen. Ich mach mal ganz kurz 2 Betten und bring dann eins mit zu dir rüber. Es ist Nacht und es regnet. Keine gute Kombination zum Zuhause latschen. Mhm, déjà vu. Ich komme. I'm coming home. Immer noch. Nein, Reaper. Nein, Skelett. Nein, Reaper ist explodiert. Nein, halbes Herz. La 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 la. Also ich penn schon. Also ich hatte gerade volles Leben und ich habe jetzt noch ein halbes. Ach, da kommt noch ein Zombie. Ist das nicht schön? Vielleicht, ja. vielleicht teleportiert er dich ja bis hierher, weil hier ist unser Spawnpunkt eigentlich, weil die Betten da sind. Toll, da habe ich aber meine Sachen nicht mehr. Hm, ja okay, die könnten wir einsammeln, wenn der nächste Tag da ist. Ich habe ein halbes Herz. Naja, gut, ich lege mich schlafen. Hm. Sparko. Jo. Also hast du was zu phrasen? Zu phrasen, ha? Zu phrasen. Ich hab selbst nur noch 3 Herzchen, verdammt. Wir können so machen, ich teile fair, du kriegst eins, ich krieg das andere und ich schieb's mal gerade in den Ofen rein, damit es hier ein bisschen besser gegrillt wird. Da, ich mach einfach mal hier da das rein. Ah, ich höre Kühe. Ja, ich hab massenweise jetzt da oben. Hier, das ist eine ganze Herde in mir geeiert. Ich mal ganz kurz das Mikro aus, weil es kommt ein Huster, den wollt ihr nicht hören. Du hast mich soeben sehr gut imitiert. Gut gemacht. So, du kannst gerne mal nachschauen, wie es hier oben aussieht. Oh, Spinne von oben, volle Breitseite und sie hat sich mittendrin anders überlegt. Übrigens zwei... Also ich habe immer noch ein Herz. 2 Bühe habe ich in der Zwischenzeit auch schon geschlachtet. Also ich habe immer noch ein Herz. Immer noch ein Herz. Also ein halbes Herz, besser gesagt. Ich gehe mal ein bisschen was für Aisen. Ja, wir haben sowieso ein Food-Problem, das ist echt unglaublich hier. Was für ein Problem? Ein Food-Problem. Ich sag immer zu, ich weiß nicht warum, in Games sage ich immer zu Essen Food. Da habe ich mir angewöhnt, wahrscheinlich aus einem Spiel. Aus einem bestimmten Spiel. Ich habe nochmal 3 Steaks geholt, nehme ich nochmal so eine Kuh gekekst habe. Ich meine, das reicht ja, was wir so haben. Ich habe auch ein Steak. So. Ich hab... Mich selbst. Du hörst dich selbst? Nein. Gah. Wegen meinem Headset wahrscheinlich, weil ich habe nicht Boxen auf. Jetzt aber nicht mehr. Uha. Was? Niemals. Sonst hätte ich schon die ganze Zeit gehört. Hallo? Das hat sich wie ein Zombie angehört. Nein, ich kann das nicht. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Bist du doch da? Ich höre mich immer noch. Du hörst dich immer noch? Ja. Niemals. Doch. Ich hab das ging die ganze Zeit schon so. Ich höre mich immer noch doppelt. Es war nicht mehr so laut, aber doppelt immer noch. Es liegt aber nicht an mir. Hallo.
Ja, hallo? Hört man auch im Video. Naja, komm, egal. Du kannst dich gar nicht hören. Wenn ich nicht so laut rede, dann hört man mich nicht selbst. Also höre ich mich nicht selbst. Nee, du kannst dich gar nicht hören, oder? Ich habe nichts verstellt. Wenn, dann hast du dich schon die ganze Zeit selbst gehört. Ja, vielleicht habe ich es noch nicht beachtet. Kakaobohnen. Wie unnötig. Achso, genau, ist geöffnet. Kakaobohnen. Warte mal, was könnte man da... Genau, aus Kakaobohnen kann man braune Wolle machen. Wow. Oder Kakao-Dingens-Viech. Ja, oder Cookies. So, die Frage, was stellen wir jetzt an? Was machen wir jetzt mal kaputt? Baumhaus. Na, genau, anzünden, da ist ein Feuerzeug von unten. Oder einmal Lava drüber kippen, genau. Das tut immer gut, das ist mal so ein gutes Gefühl. Ja, geil, vor allem, wenn man dann eine Stunde oder ein paar Stunden was macht und dann mit einem Schlag ist wieder alles weg. Genau. Und hast du alle Kühe schon gefruchtet? Gefruchtet? Nein, habe ich nicht. Hatte ich vorhin gereicht. Zwei hast du gefruchtet. Das Gesamt. Schaf. Das Schaf? So, ja. So einen armlangen Handschuh übergezogen und dann eiskalt. Nein, danke. Wir wollen keine Details hören. So, lass mal wieder zum Baumhaus latschen oder wollen wir Holz damit gehen? Würde ich sagen, ach genau, ich wollte noch Glas mitnehmen oder Glas herstellen, Schrägstrich. Obwohl, das könnte ich eigentlich auch da machen. Ich wollte nur ganz kurz gucken. Hier habe ich noch das Glas drinnen gehabt. Ich gucke kurz in die Kiste, ob was man alles mitnehmen. Sand kann ich auch mitnehmen. Wooden Picks, Pickaxes kann ich auch noch da lassen. Brauche ich nicht. Den Bogen habe ich noch im Angebot. Den könnte ich auch da lassen. Bogen, ich habe ein paar Pfeile, glaube ich, sogar drüben. Hier sind auch 5 Pfeile drin. Also Bogen und Pfeile sind in der Kiste hier zur Sicherheit. Wir könnten mal was ganz Beklopptes machen, mal ein Schwein reiten oder sowas. Wir haben ja noch einen Sattel. Wir brauchen da zwei Sattel. Stimmt, also nee, die laufen ja, kann man die steuern dann, wenn man Sattel neuerdings hat? Nein, oder? Kann man nicht. Okay, jedenfalls die despawnen nicht mehr, das heißt, es wäre ein, könnte man eigentlich mal so Spaß machen. Reite das Schwein. Ja. Am besten so ein Start- und Ziellinie, Schwein draufsetzen und dann... Wer schneller ist. Ja, okay, ist ja dann eher 50-50 in dem Fall. So, Kuhleder habe ich noch, das kann raus. Ja, ich gebe Bäume kaputt. Dann gibt es hier ansonsten so nichts Neues. Ach, und Kohle? Kohle hast du, kann das sein? Du hast Kohle? Die Kohle ist, wenn dann irgendwie... Ich habe gerade mein Inventar geleert. Ich habe in der Kiste alles drin, bei uns im Baumhaus hinten. Achso, Baumhauskiste. Ah, okay. Ich dachte gerade schon, weil ich habe reinguckt, nichts da. Jo, ich sprinte mal hinterher und hole dich mal schnell wieder ein. Also ich bin hier beim Baumfall, das weißt du, ne? Neben dem Haus. Ja. Ich sprinte. Achso, ja, gut. Könnt ihr mir noch ein bisschen was vom Strand klauen, damit ich hier ein bisschen Sand abfahren noch so weit? Weil dann haben wir keinen Strand mehr, weil es gibt ja gar keine richtigen Strände mehr in 1.0 so. Stimmt. Also es sind einige schöne Sachen dazugekommen, sind aber auch viel zerstört worden, leider. Hm. Leider. Diese unendlichen, diese riesigen Tannenbaumwälder, die finde ich richtig doof irgendwie. Sind die unendlich? Also ich glaube, ich habe bis jetzt... Ja, nicht unendlich, also die sind so, ich finde die so ewig lang immer und dann ist da halt immer... Nichts drin einfach. Das ist einfach ein riesig langes Gebiet, wo einfach nur diese komischen Bäume sind. Und das war's. Ja. Also ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nicht eine neu von 1.0 generierten Welt gespielt. Ich habe immer nur 1.8 jetzt, Let's Play. Ich fand es irgendwie dumm, eine neue anzufangen. Ich habe jetzt nur halt von 1.7 auf 1.8 neue Welt erstellt, also per Höllenportal, aber... Mhm. Ich glaube, kann man pro Welt nur 2 Höllenportale erstellen, kann das sein? Nein, du kannst so viel erstellen, wie du willst. Ja schon, aber ja, das ist klar, aber wenn man dann reingeht, kommt man trotzdem wieder an der einen Stelle raus, wo man gar nicht hin will, finde ich irgendwie so. Nein. Dann war es früher so, dann wurde das geändert. Bei mir war es so immer, wenn ich eins erstellt habe und dann auch ein drittes erstellt habe, nochmal eine Hölle, dann bin ich irgendwie trotzdem nur so rausgekommen da, irgendwie komischerweise. Wo ich nicht wollte, wo ich schon mal war. Hey. Weißt nicht, was du meinst, aber egal. Ja, muss ja nicht sein, okay. Bei mir war es so. Ich glaube, das ist hier nicht so. Okay, wäre auch Schwachsinn, wenn du 1000 Stellen hast und an 1000 Stellen was baust. Bloß weil mal ein neues Update rauskam, wo jetzt ein Grasblock besser wächst oder so. Ach ja, Endermans klauen noch nicht wieder alles. Ich glaube, Grasblöcke oder so können die noch klauen. Also das Gras an sich, aber nicht den ganzen Block mehr. Hm. Die zerpflücken keine Häuser mehr. Das ist mal gut, Alter, Mann. Ja, extremst. Ohne Witz jetzt, extremst. Aber also, wenn Enderman ankommt, einen Block mitnehmen. Ich habe dir ein Bettchen übrigens gemacht. Echt? Oh mein Gott. Ich glaube, wo hättest du es denn gern? Muss ich noch bei machen, der, ich hab's Kiste, noch nicht gebaut. Bei der Kiste würde ich. Ich stell's mal zur Kiste einfach. Mach's einfach irgendwo hin. Achso, okay, ich mach's irgendwo hin, ich stell's einfach mitten auf die Gasse, weil da hast du hier noch ein Blätter-Dingens und da kann ich ja schlecht was bauen, weil auf Blättern kann man keine Betten stellen. Such dir dann am besten eine Stelle aus, bevor ich jetzt irgendeinen Unsinn mache. Ja, ich mach das dann schon selber. Da. Ja.
Würde ich auch vorschlagen. Sonst kommst du nämlich, ey, was hast du da gemacht? Und dann gibt's Streit und... Ey, was hast du da gemacht? Genau, und irgendwann brennt die ganze Hütte. Wir könnten übrigens auch durch Spinnenfäden Wolle herstellen. Zur Abwechslung, falls mal was fehlt. Ja, ja, ich habe das auch schon in den Kommentaren gelesen, hat mir einer auch geschrieben. Ja, ja, auch massig. Eigentlich weiß ich es ja auch, aber kommt halt... Ich habe irgendwie nicht dran gedacht. Ja, man erstellt ja auch nicht gerade jeden Tag durch Spinnenfäden Wolle. Wenn ein Angel oder ein Bogen. Ich gucke jetzt schon die ganze Zeit seine Kiste an, ich weiß nicht warum. Ich habe doch eigentlich alles, was ich brauche. Die ist halt awesome, die Kiste. Mhm. King Kiste. Den Eingang müssen wir aber wirklich dann noch ändern. Vielleicht so ein kleines Räumchen machen oder sowas, müssen wir dann gucken. Weil, ja, okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, abwarten, abwarten, das wird noch, das wird ja, noch. Ja. So, ich würde vorschlagen, ich mache da mal mein Bettchen irgendwo hier hin. Und zwar da. Ist schon wieder nebenbei. Nein, ich mache noch komische Geräusche. Zur Abwechslung, ich mache noch komische Geräusche. Mir ist langweilig, ich mache komische Geräusche. Wieso denn? Ich darf mal heutzutage keine komischen Geräusche mehr machen. Du bist gerade im Chat irgendwie und schreibst, und was machst du so? Ich mache gerade komische Geräusche. Ah ja. Ja, ist doch normal. Oh. Ich habe mich wieder doppelt. Aber was? Ich habe mich so leise doppelt. Das ist... Besser das als laut doppelt. Also ich höre alles nur einfach. Ja, ich weiß, ich habe halt die Boxen hier an in dem Fall. Weil in meinem Headset das Soundfeeling nicht so wirklich gut. Und wenn ich irgendwas, zum Beispiel Let's Plays, abmische, weil ich füge die Musik jetzt immer nachträglich ein, nicht, dass es zu laut ist während dem Aufnehmen, so kann ich es nachhinein noch einstellen, dann mische ich halt richtig Lautstärke ab und dann brauche ich richtig ein Boxnetz und ein publikes Headset. Ja. Ich habe diese Probleme nicht. Ich habe ein schönes Headset mit schönem Sound. Ja, ja, ich weiß. Ich eile schon wieder ganz durch die Gegend ohne... dass ich weiß, was ich machen will. Ich brauche einen Ofen, aber ich finde alles keine Cobblestones. Unglaublich. Ich kaufe, wie gesagt, demnächst auch ein neues Headset. Habe ich so vorgenommen hier. Weil es nötig ist. Der Preis von meinem aktuellen liegt bei 15 Euro. Aber es ist relativ gut, ohne Witz. Das von meinem liegt ungefähr beim Neunfachen, wenn man neu kauft und halt eigentlich kauft. USB-Anschluss? Mhm. Ja, bei mir ist das Problem, ich habe ja einen Laptop, wenn ich da, sind schon zwei, alle beide sind schon belegt jetzt gerade, alle bei USB-Plätzen, wenn ich ein Headset anschließe, geht gar nichts mehr. USB-Headset aber bessere Qualität und da ist das Rauschen auch nicht da so. Ja klar, also muss man es überlegen, also was haust du raus, externe Festplatte oder holst du den Adapter? Ja. Ich mache nochmal ganz kurz ein Mikrofon leise. Das Rauschen. Um eure Ohren zu schonen. Ja, das ist klar, pass auf. Aus. An. Aus, ja. An, aus, an! ja, tut mir leid, es ist halt ein bisschen bekloppt mit dem Headset. Ja, ich weiß, es ist ein Schrottdingens, aber für so die Anfangszwecke hat es funktioniert. Ich müsste langsam mal übergehen, ein bisschen, naja, was Besseres zu holen. Ich weiß. Guck mal, jetzt mache ich mal leise bei mir. Ja, jetzt hat man es nur ganz kurz klopfen gehört, so kluck. Ja, weil ich auf das Headset drücken muss, auf den Knopf. Ach so, ja. Weil das direkt neben dem Headset Mikro ist. Das hier wahrscheinlich. Habe ich recht? Ja. Meine ich, ja. Das ist halt einfach das Blick. Kleiner Ausgleich ist, dir läuft die Nase. Mach's mal. Ja. Irgendwie sind alle so krank. Ja, jetzt wird so langsam die Zeit. Heute war Joachim unterwegs und wollte mich besuchen. Ach, der Joachim. Ach. Genau, den kennst du auch noch hier. Ja, das ist ja. Der eine da, ne? Der ach, andere. Genau, ja. Habe ich vergessen. Mhm. War doch mein bester Freund, weißt du nicht mehr.